So, einen wunderschönen guten Tag. Tauchen on Tour, diesmal im Süden Deutschlands. Und zwar genau wo? In Aufkirchen am Münchner Flughafen. Und du bist? Jürgen Steiger. Dann Jürgen, wir spielen jetzt einmal die ganze Szenerie durch. Wir sind Gast bei euch, haben uns vorher online angemeldet und würden jetzt gern erleben, was wir erleben dürfen und können. Führ uns doch mal durch eure heiligen Hallen. Gut, dann auf geht's. So, wie schon gerade gesagt, man muss sich wahrscheinlich immer noch online vorher anmelden. Online vorher anmelden. Normalerweise haben wir eine Maskenpflicht, aber wir beide sind ja geimpft und halten Abstand. Genau, so sieht's aus. Dann kommen wir jetzt hier in den Empfangsbereich. Jawohl. Hier passiert im Prinzip der Check-in. Hier wird die 3G-Regel kontrolliert. Jeder Gast bekommt dann einen Schlüssel von uns, an dem auch ein Chip hängt. Über den kann er dann an der Gastronomie konsumieren und in unseren Verleih Tauchausrüstung ausleihen und darüber wird es dann abgerechnet. Gut, also ich bin jetzt der Gast, habe den Schlüssel bekommen, habe meine Gs abgeliefert, habe meine Privatierung wahrscheinlich auch schon vorgezeigt. Genau. Und du bist jetzt davon überzeugt, dass ich tauchen kann. Was mache ich denn als nächstes? Jetzt folgst du mir unauffällig. Wir gehen jetzt mal durch unseren Gastronomiebereich. Voll. Links haben wir die Becken. Ah, das ist auch wunderhübsch, gleich mit Fenster, wo ich sehen kann, was mich erwartet. Genau. So, ist natürlich noch nichts los. Wir sind frühzeitig da, um das Ganze mal im Stillen uns anschauen zu dürfen und zu können. Eure Öffnungszeiten sind wie? Können wir vielleicht noch gleich einbauen? Unter der Woche von 16 bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 bis 22 Uhr bzw. sonntags bis 18 Uhr. Super, alles klar. Jetzt haben wir hier unseren Umkleidebereich, die Umkleidekabinen, wo man im Prinzip erstmal die Badebekleidung anlegt. Mhm. Von hier geht es dann weiter in unsere Tauchbasis. Meine Tauchausrüstung habe ich dann, wenn ich welche dabei habe, habe ich immer bei mir oder habe ich die vorher? Kannst du entweder bei dir oder du legst sie vorher hier ab. Mhm. Hier haben wir im Prinzip unsere Verleihstation. Hier kannst du alles ausleihen, was du benötigst. Haben wir ausreichend Ausrüstungen hier. Wir haben über 40 Ausrüstungen von Cressy, die immer brandaktuell sind. Hier unsere Umkleidebänke, kriegt jeder seinen Platz zugeordnet, damit wir da auch Corona-konform sind. Das ist einer der drei Umkleidebereiche. Wir haben im nächsten Gang nochmal einen Umkleidebereich und in dem Gang hinter uns nochmal einen Umkleidebereich. Ausleihe bedeutet natürlich unterm Strich auch, ihr bildet auch aus? Wir bilden auch aus. Wir haben eine Tauchschule im Haus, in der wir alles ausbilden, was so an Kursen auf dem Markt. Vom Anfänger bis hin zum Vom Anfänger bis zum Tauchlehrer wahrscheinlich auch. Tauchlehrerausbildung machen wir auch. Mhm. Natürlich. Gut, ich habe jetzt bei euch Flasche, habe ich gekriegt, habe ich mir jetzt ausgeliehen, habe ich geholt, baue hier an meine Ausrüstung zusammen. Genau. Und begebe mich dann aufgerödelt. Wahrscheinlich dahin, wo es rauscht. Dahin, wo es rauscht. Na, dann lass uns mal zum Rauschen schauen. Gehen wir da durch. So, was haben wir denn jetzt hier? So, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Ton wahrscheinlich. Wir haben hier 8 Becken, in denen vor über 20 Jahren mal Sauerkraut produziert wurde. Die Becken sind alle miteinander verbunden durch Durchbrüche oder durch kleine Gänge. Mhm. Kommst du in ein Becken, kommst du in alle Becken. Aha. Knapp 5 Meter tief. Ja. Wir haben im hinteren Becken noch eine Plattform, eine Strömungsanlage, dass man auch mal ein bisschen Flossen ausprobieren kann und ein paar Spielzeuge im Wasser. Lass uns doch mal vorgucken. Wassertemperatur liegt wo? 23 bis 24 Grad. Okay. Also doch schon empfohlen, 5 mm. Auf jeden Fall, ja. Gut. Wie viele Taucher könnt ihr aufnehmen? Maximum, wo sagt ihr, jetzt ist Schluss? Ja, wir schauen, dass es nicht mehr wie 30 in den Becken gleichzeitig sind. Ist gerade zu Corona-Zeiten oder jetzt, wo wir noch Corona haben, ist die Kapazität schnell erreicht oder sagt ihr? Ja, man hat schon gemerkt, dass die Leute nach dem vielen Homeoffice und zu Hause sitzen, sich wieder bewegen wollen und was tun wollen. Merken wir auch an den Schnuppertauchern, da haben wir extrem viele gehabt dieses Jahr nach dem Lockdown. Also die Leute sagen auch, sie wollen mal wieder was anfassen und was machen und nicht mehr nur an der Maus sitzen. So, dann lass uns schon mal einen Blick reinwerfen. Wir gehen mal oben lang. Gibt es eine spezielle Stelle, wo du jetzt sagst, hier ist Einstieg, hier nicht rein oder? Nee, wir haben im Prinzip hier
zwei Leitern auch angebracht, wo man leicht rein und rauskommen kann. Und ansonsten können die Taucher überall rein und raus, wo sie möchten. Ein bisschen Struktur habt ihr auch in die Becken mit reingebracht? Ja, da sind wir auch dabei. Wir haben in einem Becken auch so ein bisschen künstliches Riff, das ist das vordere. Aber da ist es wie in den fernen Tauchzielen, da wird leider sehr viel zerbrochen und zertrampelt. Tarierung und Perfektion ist genau. Halt nicht immer an der Tauch auf dem Becken. Hier sehen wir die Plattform. Hier sehen wir die Plattform. Genau. Die ist wie tief? Die ist 1,50 Meter. Und wir bekommen jetzt im Dezember noch eine neue Plattform, die wird wesentlich größer sein. Die ist dann auch mit variablen Höhen. Okay. Dann lass uns doch vielleicht mal wieder in die ruhigeren Hallen gehen, ja. Damit wir dann sicher sein können, dass wir auch was hören. Das Boot liegt warum da? Wenn es schon da ist, muss man auch fragen, warum es da ist. Ja, das Schlauchboot ist dazu da, dass man ein bisschen üben kann, wie man Einstieg aus dem Schlauchboot mit Tauchausrüstung. Jawohl. Und das Kanu ist einfach mein Winterlager hier. Ah, so. Enttarnt sozusagen. Genau. Jetzt kommen wir mal kurz vielleicht noch auf den Gastrobereich zurück. Jawohl. Da sind mal die Fotoobjekte zum Fotografieren. Also letztendlich, wo man auch ein bisschen üben könnte. Genau. Foto, genau. Das Licht kann gedämpft werden oder habt ihr immer so auf der Stufe? Oder wenn ihr jetzt sagst, simulieren wir einen Nachttauchgang? Wir können jeden einzelnen Strahler einzeln schalten und können auch Nachttauchgänge anbieten. Machen wir auch. Macht auch. Des Öfteren. Sehr schön. Jetzt vielleicht noch kurz zum Gastrobereich. Ist ja saniert bzw. relativ neu. Kann das sein? Letztes Jahr habt ihr es neu gemacht, den Gastrobereich? Den Gastrobereich haben wir im Dezember 2019, kurz vor der Eröffnung, schon neu gemacht. Und bieten da eben Kleinigkeiten zum Essen an. Nach dem Tauchen hat man Hunger. Also. Das ist richtig. Wie schaut es aus, wer sich hier ein bisschen länger aufhalten will, vielleicht mehr als nur einen Tag, Übernachtungsmöglichkeiten gibt es? Wir haben das Mercure Hotel direkt angeschlossen. Über den Gang, den wir reingekommen sind, kann man direkt zum Hotel gehen. Mhm. Und kann ich das dann über dich buchen oder muss ich dann mich extra buchen? Das könnt ihr direkt über mich buchen. Wir haben da eine Kooperation mit dem Hotel. Mhm. Das funktioniert sehr gut. Sehr schön. Also hier, wie gesagt, sehr angenehm und maritim eingerichtet. Tauchschule habe ich gesehen, beziehungsweise Shop. Lass uns doch vielleicht noch einen Blick in euren Shop werfen. Ja, gerne. Und ein paar Worte dazu verlieren. Ihr bildet nach welchen Ausbildungsorganisationen aus? Wahrscheinlich alle, denke ich mal. Ja, wir bilden nach IDDA, nach SSI aus und das sind unsere Hauptpartner in der Ausbildung. Okay, gut. Dann habt ihr hier den Shop zum Anfassen und erste Eindrücke von der Ausrüstung bekommen. Sehr schick, sehr stylisch eingerichtet, finde ich. Was sagst du selbst dazu? Ja, gefällt uns auch. Ja, wir haben eine relativ kleine Shopfläche und haben das Ganze dann eher so ein bisschen wie ein Showroom gebaut und haben die ganzen Größenvarianten dann im Lager liegen und können die dann für den Kunden rausholen. Ansonsten wäre das alles viel zu gedrängt hier drin. Ja, genau so. Alle Artikel, die wir hier drin haben, können von den Besuchern auch getestet werden. Mhm. Das heißt, wenn einer sagt, er möchte das Ticket jetzt nehmen, dann nimmt er das und geht damit ins Wasser. Na, das ist doch mal genauso, wie man sich es vorstellt. Mhm. Ja, was gäbe es denn noch zu sagen, Jürgen? Habe ich was vergessen zu fragen in meiner Frage? Wir können vielleicht in unseren Schulungsraum noch gucken. Lass uns da mal einen Blick reinwerfen, sehr gerne. Also das Areal ist ja dann doch an sich relativ bis recht groß. Ja. Insgesamt wie viel Quadratmeter? Also wir haben insgesamt 1600 Quadratmeter Fläche. Oh, sehr schön. Hier im Haus. Könnten jetzt beispielsweise auch andere Tauchschulen herkommen und sagen, sie wollen ihre Ausbildung machen? Wir haben ganz, ganz viele andere Tauchschulen. Aus einem Umkreis bis 250 Kilometer teilweise, die bei uns die Ausbildung machen. Das klingt doch schon mal gut. Es ist sehr, sehr weitläufig und würde man das Rauschen nicht hören, wüsste man wahrscheinlich gar nicht, wo man hin kann. Zum Abtauchen zumindest. Also hier steht es auch Repriser Doppelgeräte. Ja, da haben wir die Bänke einfach ein bisschen höher gebaut, damit man die Geräte sauber altersgerecht anziehen kann, die schweren Geräte. Ne? Genau. Also man sieht dann schon, wie du schon gesagt hast, 90 Taucher findet auf alle Fälle jeder seinen Platz. Ist gerade nichts los oder soll man leise sein? So, jetzt sind wir im Schulungsraum angekommen, auch sehr großflächig.
Und ein bisschen schulsteril auch, so wie es sein soll. Also Lernatmosphäre ist vorhanden. Ja, wir haben so die wichtigsten Poster haben wir an der Wand hängen. Der große Schulungsraum hat uns natürlich in Corona-Zeiten schon geholfen, auch die Abstände ein bisschen einzuhalten bei den Gruppen. Das war ganz, ganz angenehm. Viel passiert ja heute in Homeschooling auch. Richtig. Bei den Kursen. Aber wenn wir einen Schulungsraum brauchen, haben wir, denke ich, eine ganz gute Alternative und genügend Platz auf alle Fälle. Corona nochmal, vielleicht zwei, drei Worte dazu, obwohl das halt auch schon mittlerweile ein ausgelutschtes Thema ist. Hat euch arg betroffen? Ja, arg betroffen natürlich. Wir haben im Dezember 2019 aufgesperrt und mussten am 17. März wieder zusperren. Das war natürlich nicht lustig für uns. Und sind dann auch als Schwimmbad eingestuft worden, hatten mitunter am längsten zu beim Lockdown. Das war nicht spaßig, klar. Aber jetzt geht es wieder los. Aber jetzt geht es ganz gut. Wir gucken optimistisch nach vorne. Wunderbar. Genau. Alles klar. Jürgen, dann war es das, glaube ich, für den ersten Rundgang. Wir würden uns nachher jetzt mal alle beide noch ins Wasser versenken, da vielleicht noch ein paar Aufnahmen produzieren und ein bisschen einen kleinen Videorundgang machen. Und ich sage mal, die wichtigste Info für alle Zuschauer, Zuhörer oder Zuseher, wie auch immer, Informationen gibt's unter www.divers-indoor.de. Perfekt. Jetzt mache ich mal einen uncharmanten Schwank auf deinen Brust und Bauch, damit man vielleicht noch das als Outtake nimmt. Jürgen, ich danke dir. Bitte gerne. Lass uns ins Wasser gehen. Alles, auf geht's.